Für Bündnis 90 Die Grünen darf ich nun Frau Walter nach vorne bitten. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich mit einer Entschuldigung, so viel Zeit muss sein, Frau Präsidentin. Frau Präsidentin, so viel Zeit muss sein. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich mit einer szenischen Beschreibung einsteigen. Auf der matschigen Wiese sieht es aus, als herrscht Krieg. Molotow-Cocktails explodieren, Leuchtmunition jagt durch die Nacht, brennende Heuballen, Matratzen, Holzballen türmen sich zu Barrikaden, Stahlkugeln aus Zwillen abgeschossen, zischen übers Gras, Gaspistolen knallen. Ein Bach durchzieht die Wiese, erteilt die Gegner. Auf der einen Seite 70 Autonome, in Stiefeln, engen Hosen, dicken Lederjacken, mit Sturmhauben auf dem Kopf. Auf der anderen Seite 200 Schaften der Polizei, auch sie mit Helmen und Stiefeln, die Körper von Schutzschilden bedeckt. Später wird einer sagen, wir haben nur überlegt, wie wir da lebendig wieder rauskommen. Es ist der 2. November 1987 und wir alle hier wissen, dass zwei Menschen diesen Tag an der Stadtbahn West nicht überlebt haben. Einige der Polizistinnen im Dannenröder Forst haben die Stadtbahnproteste mitgemacht. Ein Beamter der parlamentarischen Betreuung dort erzählte mir, dass es einer seiner ersten Einsätze gewesen sei als junger Polizist, dass er damals die Hülsen habe im Wald suchen müssen und nun kurz vor seiner Pensionierung stehe. Die Polizei von damals mit den Knüppeln im Anschlag gibt es nicht mehr, sagte er. Heute wird versucht, die Kommunikation einzusetzen und die Situation im gegenseitigen Einvernehmen aufzulösen. Und er hat recht. Das kann ich nach den Wochen parlamentarischer Beobachtung im Dannenröder Forst bestätigen. Es waren intensive Gespräche im Wald mit allen Beteiligten und ich bin froh, dass wir keine Bilder wie an der Startbahn West erleben mussten. Dass kein Mensch so verletzt wurde, dass Schäden bleiben werden. Dass es ruhig geblieben ist, ist nicht nur der Verdienst einer Gruppe. Viele haben dazu beigetragen. Wir haben es den friedlichen Protestierenden zu verdanken, genauso wie den Kirchen, Verbänden, NGOs und natürlich auch der Polizei, die seit 1. Oktober im Dannenröder Forst sowohl die Versammlungsfreiheit gewährleistet hat, aber auch Baumhäuser, Barrikaden, Bäume geräumt und die Fellarbeiten abgesichert hat. Das genau war der Auftrag der Polizei. Und diesen haben die Beamtinnen und Beamten erfolgreich ausgeführt. Wer auf die Zahlen schaut, mag erahnen, was seitens der Einsatzkräfte dabei in den letzten Wochen geleistet wurde. Über 500 Barrikadenstrukturen und Baumhäuser wurden entfernt, 3.200 Identitätsfeststellungen vorgenommen, über 1.000 Personen in der Waldbesetzung in Gewahrsam genommen, über 2.500 Platzverweise ausgesprochen, über 450 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sie betreffen Straftaten der Ausbaugegner wie Brandanschläge, die Zerstörung von Arbeitsmitteln, Abseilaktionen an Autobahnen, genauso aber auch Ermittlungsverfahren gegen Beamtinnen und Beamte wegen Fehlverhalten im Einsatz. 1.550 Ordnungswidrigkeitsanzeigen wurden geschrieben, über 60 Widerstandshandlungen dokumentiert, darunter 4 tätliche Angriffe und 2 Ermittlungsverfahren wegen versuchten Tötungsdelikten gegenüber Polizeibeamtinnen. Das ist kein friedlicher Protest. Und das sagen wir hier heute ganz deutlich. Der Einsatz war einer der größten in Hessen seit den Castortransporten und den Startbahnprotesten in den 90ern. Über 2.000 Beamte waren während der Räumungseinsätze täglich vor Ort, aus allen Bundesländern und von der Bundespolizei. Und das unter widrigsten Witterungsbedingungen, inmitten der Pandemie und weiterer Großlagen wie dem Castortransport und Querdenkerdemonstrationen. Dieser Einsatz war eine Mammutaufgabe, und dafür müssen wir den Einsatzkräften vor Ort wirklich Danke sagen. Zur Wahrheit der Einsätze im Dannenröder Forst gehört aber auch, dass Schmerzgriffe angewendet wurden, Schlagstöcke, Pfefferspray und Wasserwerfer zum Einsatz kamen und dass Menschen im Wald auch durch die Polizei verletzt worden sind. Im Fall einer abgestürzten Aktivistin ermittelt die Staatsanwaltschaft Gießen gegen einen Polizeibeamten wegen des Verdachts auf fahrlässiger Körperverletzung.
Ich bin sehr froh, dass die junge Frau keine bleibenden Schäden davongetragen hat. Und auch allen anderen Verletzten wünsche ich baldige Genesung. Verbunden mit der Aufforderung, Fehlverhalten von Einsatzkräften bei der Polizei und den Staatsanwaltschaften zur Anzeige zu bringen. Was die Polizei übrigens auch selbst immer wieder eingefordert hat. Nur so kann allen Vorwürfen nachgegangen werden. Und auch das gehört zur Aufarbeitung und Nachbetrachtung eines Polizeieinsatzes dieser Größenordnung, die übrigens auch im Innenausschuss erfolgt. Strukturelle Polizeigewalt hat es im Dannenröder Forst nicht gegeben. Wer dieses Bild stellt und in den sozialen Medien verbreitet, lügt und hat andere Motivationen als den Schutz der Wälder, die Verkehrswende oder die Einhaltung der Pariser Klimaziele. Dem geht es um den Kampf gegen unseren Rechtsstaat und für eine andere Gesellschaft. Und auch von diesen Leuten haben wir im Wald einige getroffen. Die Motivation dieser Leute kann man bis heute im Netz nachlesen. Dort heißt es, es geht nicht nur um die Klimakrise, nicht nur darum, die Artenvielfalt im Wald, explizit diesen Wald zu schützen. Der Widerstand im Wald ist nicht allein ein Abwehrkampf, sondern eine auf territorialer und praktischer Ebene politische Offensive gegen Staat und Kapitalverbrechen. Es geht darum, die Möglichkeiten eines anderen hier und jetzt zu denken, darum Freiräume zu schaffen, um auf unterschiedlichen Ebenen gegen das System zu kämpfen. Gewalt gegen Einsatzkräfte wird als legitimes Mittel eindeutig befürwortet. Und die Angriffe auf Einsatzkräfte und sichergestellte Gegenstände wie Zwillen mit Stahlkugeln haben gezeigt, dass einige wenige dort zu allem bereit waren. Angesichts dieser Kampfansagen bin ich froh, dass der Räumungseinsatz im Dannenröder Forst vor 2 Tagen gut zu Ende gebracht werden konnte. Die FDP möchte in ihrem Antrag eine Sonderprämie. Die Vorstellungen der Beamtinnen sind aber andere. Sie wünschen sich nur, dass die 1000 Überstunden ausgeglichen werden. Denen sind wir natürlich wie immer nachgekommen. Wie in den Jahren zuvor haben wir auch 2020 alle Überstunden, die zur Ausbezahlung angemeldet waren, zuletzt im Rahmen der Dezemberbezüge vergütet. Und so werden wir auch in Zukunft weiter verfahren und einen Ausgleich für die Kolleginnen und Kollegen finden. Und wir haben noch mehr gemacht. Wir haben die Finanzmittel der Polizei von 766 Millionen im Jahr 2000 auf 1,8 Milliarden im Jahr 2021 aufgestockt. Wir haben zusätzliche Polizistinnen und Polizisten eingestellt. Der Haushaltsentwurf Polizei für das nächste Jahr sieht zusätzliche Investitionen in den Fuhrpark, in Dienst- und Schutzbekleidung und Waffen vor, erhöhte Ausgaben im Bereich der Verwaltung und Sonderausgaben für Vorsorgeprämien für Pensionsrücklagen. All das machen wir und noch vieles mehr. Mit den Polizeigewerkschaften sind wir auch im Gespräch, um bei der Gestaltung des dienstlichen Umfeldes und der Arbeitsbedingungen für die Beamtinnen und Beamten noch besser zu werden. Durch Stellenanhebungen werden zudem neue Beförderungsmöglichkeiten geschaffen. Wir investieren also nicht nur in die Zahl der Stellen, sondern auch in die Qualität. Das ist eine wichtige Wertschätzung für die Arbeit der Männer und Frauen bei der Polizei. Das ist aber ein Langstreckenlauf und kein Sprint wie der Antrag der FDP. Genauso wie monatelange parlamentarische Beobachtung des Polizeieinsatzes durch meine Fraktion etwas anderes ist, als Ihre Stippvisite im Wald am letzten Rodungstag, um Videos für Ihren Antrag heute zu produzieren. Wirkliches Interesse an... Frau Walter, lassen Sie eine Zwischenfrage... Nein. Wirkliches Interesse an den Einsatzbedingungen der Beamtinnen und Beamten und auch an den Protestierenden im Wald sieht anders aus, liebe FDP. Dem friedlichen Protest, den vielen Kreativen im Wald und den Bürgerinitiativen gehört heute aber auch unser Dank. Aktivisten wie Reinhard Forst, der alle Mittel des Rechtsstaats gegen den Weiterbau der A49 genutzt hat, Petitionen geschrieben, immer wieder Vorschläge gemacht und dem zuletzt nur noch der zivile Ungehorsam blieb, der sich mit 80 Jahren aus einem Baumhaus hat räumen lassen, um seinen Widerstand auch noch auf die letzte friedliche Weise auszudrücken. Er hat Politik begleitet, immer in den Grenzen des Rechtsstaats, und das gilt es anzuerkennen. Protestierenden wie ihn und den zahlreichen friedlichen jungen Leuten, die bei Minusgraden stundenlang in den Bäumen oder wochenlang in den Baumhäusern ausgeharrt haben, geht es um den Klimawandel, um eine Verkehrswende, um den Schutz der Wälder und letztlich unserer aller Lebensgrundlage. Diese friedlichen Proteste nicht zu kriminalisieren, sondern als Signale an uns zu begreifen, ist Aufgabe von Politik. Und diese Menschen nicht denen zu überlassen, die den Klimawandel als Vehikel nutzen,
um unseren Rechtsstaat und letztlich unsere Demokratie anzugreifen. Jeder Protest muss friedlich sein. Es darf zu keinen Eigen- oder Fremdgefährdungen kommen. Mehr Klimaschutz ist nur innerhalb der demokratischen Regeln möglich. Wenn wir auf diesen friedlichen Dialog aufbauen, dann kann Politik für Konsens statt für Spaltung sorgen. Nach den Protestaktionen, Räumungen und Rodungen muss jetzt Ruhe einkehren. Denn auch die Bürgerinnen und Bürger in Dannenroth, Appenroth, Schweinsberg, Niederklein-Homberg haben anstrengende Monate hinter sich. Danach muss der Dialog beginnen. Denn das Bundesautobahnprojekt hat Familien, Dorfgemeinschaften, ja die ganze Region gespaltet. Auch daran sollten wir mitwirken. Denn Politik hat Verantwortung für Menschen, nicht nur bis zum Schluss eines Polizeieinsatzes. Der Dannenröder Forst hätte unsere Startbahn West werden können. Ich danke den friedlichen Protestierenden im Wald, den Kirchen, Verbänden, NGOs und auch der Polizei, dass es dazu nicht gekommen ist. Zu einer Kurzintervention hat sich der Abgeordnete Müller von der FDP zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Walter, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, es würde nicht ausreichen, man würde zu einer kurzen Stippvisite am letzten Tag vorbeikommen, dann haben Sie, glaube ich, entweder nicht aufgepasst, nicht zugehört oder haben es nicht mitverfolgt. Ich alleine war viermal da und nicht zu einer kurzen Stippvisite am letzten Tag. Meine Kollegen waren mehrfach da, wir waren schon im Vorfeld da, haben mit Fridays for Future diskutiert. Es waren vor Ort bei weiteren Demonstrationen Kollegen von uns vor Ort. Und dann hier sich hinzustellen und sowas zu behaupten, ist schlicht nicht korrekt. Es ist ein netter Versuch, ein bisschen auch einen zurück auszuteilen, ist in Ordnung. Ich glaube aber, dass Sie eines missverstehen, was diese Prämie anbelangt. Es geht nicht darum, mit der Prämie alles für die Polizei abzuräumen und alles ist gut. Wir haben einen Haufen Aufgaben bei der Polizei. Und die Stellen, die Sie jetzt nach und nach besetzen seitens der Landesregierung mit den Sicherheitspaketen, reichen ja nicht aus. Da bräuchten wir noch mehr. Wir haben das Problem, dass wir die Stellen kaum besetzen können, weil dieses Personal nicht zu finden ist. Das räume ich ein. Das ist in Ordnung. Deswegen beantragen wir keine zusätzlichen Stellen. Und wir brauchen auch verschiedene andere Arbeitsbedingungen, die wir verbessern müssen. Das ist unstreitig. Das haben wir auch gestern im Übrigen diskutiert im Rahmen der Haushaltsberatungen. Aber wir haben im Jahr 2020 für die Polizei eine Belastung durch Corona, die sie sich sonst nicht ausdenken können. Und dann zusätzlich noch der Dannenröder Forst und die Castortransporte. Und alles zusammen ist eben die Rechtfertigung dafür, hier einmal eine Sonderzahlung im Rahmen der Corona-Prämien auch für die Polizeibeamtinnen und Beamten in Hessen zu zahlen. Und ich glaube, das ist Wertschätzung und Anerkennung. Selbst Sie, Frau Walter, haben ja gerade beschrieben, was für eine Arbeit vor Ort war. Und Sie haben es ja in der Tat häufig genug vor Ort gesehen. Aber dann muss man sich doch auch mal aufraffen und diese Prämie auch mal auszahlen, um einmal diese Anerkennung. Es geht nur um eine einmalige Wertschätzung. Damit soll nicht eine Mordsgeldleistung oder der gesamte Einsatz für die Zukunft abgegolten werden. Es geht um Anerkennung und Wertschätzung, zu zeigen, ihr habt in diesem Jahr eine besondere Leistung vollbracht, die sonst unter normalen Umständen nicht zu erbringen gewesen wäre. Und deswegen zahlen wir euch jetzt auch einmal zum Zeichen der Wertschätzung diese Prämie aus. Darum geht es uns, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Für die Landesregierung erteile ich dem Innenminister Beuth das Wort, wenn das Rednerpult desinfiziert wurde. Vielen Dank dafür, Herr Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will mich vor allen Dingen bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr herzlich bedanken, die durch die Redebeiträge, außer der Kollege von den Linken, aber komme ich gleich noch einmal darauf zurück, sich hier bei den Kolleginnen und Kollegen der hessischen Polizei und der Polizistinnen und Polizisten aus anderen Bundesländern und der Bundespolizei für ihren Einsatz bedankt haben. Meine Damen und Herren, ja, ich finde auch, die Polizei hat mit Augenmaß und Konsequenz im Dannenröder Forst überzeugt. Meine Damen und Herren, Es gab selten einen so großen und herausragenden Einsatz, zumindest in den letzten Jahren.
Ich würde sagen, das letzte Mal bei der Einweihung der Europäischen Zentralbank einen so großen Einsatz. Aber vor allen Dingen gab es nie einen so langen Einsatz, den wir dort zu bewältigen hatten. Über mehrere Wochen hatten die Kolleginnen und Kollegen dort die Rodungsmaßnahmen zu begleiten und zu unterstützen. Es gab nahezu keinen einzigen Polizeibeamten in der hessischen Polizei, der nicht in irgendeiner Form von diesem Einsatz betroffen war, ob er selbst vor Ort war oder ob er nur in der Dienststelle dafür gesorgt hat, dass die Kollegen eben dort vor Ort zum Einsatz kommen konnten und er oder sie die Arbeit in der Dienststelle mitgemacht hat. Es war nahezu jeder betroffen. Und deswegen bin ich wirklich sehr, sehr glücklich und sehr, sehr dankbar auch für Ihre Anerkennung für diesen Einsatz. Wir haben mit einem klugen, mit einem klaren, mit einem umsichtigen Einsatzkonzept wirklich diese große Herausforderung meistern können. Vielen Dank an die hessische Polizei. Sie ist mit großer Sorgfalt und mit viel Augenmaß, aber eben auch mit großer Konsequenz vorgegangen. Sie hat am Ende dem Rechtsstaat Geltung verschafft. Das war ihr Auftrag, nicht mehr und nicht weniger. Und ich will mich sehr herzlich bedanken. Und ich glaube, wir sollten nicht darüber streiten, wer wie oft da war. Aber ich bin sehr dankbar bei den parlamentarischen Beobachtern, die mit ihrer Beobachtung, mit ihrem Dasein im Wald den Kolleginnen und Kollegen zum einen Wertschätzung ausgedrückt haben, weil sie interessiert hat, was dort passiert. Ich will aber den parlamentarischen Beobachtern ebenfalls danken, weil sie mir ja auch immer wieder rückgemeldet haben, was sie dort erlebt haben. Und ich habe von allen gehört, dass sie sehr, sehr beeindruckt waren von der Art und Weise, wie dieser Einsatz durchgeführt wurde. Das war mir wichtig, das war der Polizeiführung sehr wichtig, diese Rückmeldungen zu bekommen. Und deswegen will ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen, die dort waren, sehr herzlich für ihren Einsatz dort vor Ort eben auch bedanken. Meine Damen und Herren, es war natürlich kein einfacher Einsatz, auch unter den Bedingungen, die wir dort zu bewältigen hatten. Natürlich haben wir vor der Einsatzlage mit den Gewerkschaften auch darüber gerungen, über die Frage, wie können wir pandemiegerecht einen solchen riesigen Einsatz über die Bühne bekommen. Wir haben ein eigenes Hygienekonzept, was wir uns noch haben absegnen lassen, von entsprechenden Experten aufgestellt, bis hin dazu, dass wir für einzelne Einsatzabschnitte immer Hygiene-Scouts im Einsatz hatten, die mit darauf geachtet haben, dass die Hygieneregeln umgesetzt worden sind, und zwar zum Schutz der Kolleginnen und Kollegen selbst, aber auch natürlich zum Schutz derjenigen, die dort im Wald waren und dort protestiert haben. Ich finde, meine Damen und Herren, den Ausspruch, Herr Kollege, es hätte eine Kriminalisierung des Protests stattgefunden, angesichts dessen, was wir dort in den letzten Wochen erlebt haben, das ist wirklich eine absurde Umkehr der Verhältnisse. Ich kann das nicht anders sagen. Es sind die Straftaten, ich will hier nicht bilanzieren, wir sind übrigens mit der Bilanzierung auch noch nicht fertig, insbesondere auch nicht bei der Frage, die uns irgendwann gestellt werden wird, was der ganze Einsatz gekostet hat. Aber die Straftaten sind bilanziert worden, auch die Schwere von Straftaten oder die schweren Straftaten sind hier gerade eben schon genannt worden. Ich will sagen, wir haben tonnenweise Müll aus dem Wald herausgeholt. Wer sich das angeschaut hat, die parlamentarischen Beobachter haben das gesehen, wenn sie dort unterwegs waren. Wer behauptet, hier würde sozusagen ein legitimer Protest kriminalisiert, der stellt die Verhältnisse auf den Kopf. Applaus
Eine ganze Region ist in den Bann gezogen worden. Und das sind ja die Berichte, die ich von den Kollegen, auch die dort im Wahlkreisen ansässig sind, bin ich immer wieder dazu befragt worden bzw. habe die Hinweise bekommen, die Unternehmen, die zum Teil die Rodungsmaßnahmen sozusagen mit Maschinen oder mit Logistik unterstützt haben, sind zum Teil in Mitleidenschaft gezogen worden. Brandstiftungen hat es gegeben, sozusagen auch außerhalb sozusagen des eigentlichen Einsatzes. Auch das bleibt nicht unerwähnt. Natürlich auch nicht, das ist hier gerade eben schon dargestellt worden, wirklich die massiven Eingriffe oder Angriffe, die es gegeben hat, auch auf Polizeibeamte. In zwei Fällen hat Frau Walter gerade eben auch hier berichtet, gibt es sogar den Verdacht der versuchten Tötung zum Nachteil von Polizeibeamten. 100 Kolleginnen und Kollegen in der Größenordnung, also fast 100 Kolleginnen und Kollegen, sind verletzt worden. Das ist auch nicht verwunderlich, wenn man sich überlegt, dass Zwillen, Feuerwerkskörper, Farbbeutel, Fäkalien, Krähenfüße, Nagelbretter, all das ist hier beschrieben worden, zum Einsatz gekommen sind seitens der sogenannten Aktivisten. Und trotz dieser Radikalität und trotz der Gewaltbereitschaft hat die Polizei sehr besonnen agiert. Und meine Damen und Herren, sie hat dabei einen kommunikativen Ansatz gewählt, wie sie das im Übrigen bei den Einsätzen in der Regel versucht, mit Langmut. Ich habe mir sagen lassen, mit Engelsgeduld in einzelnen Situationen, bei denen es zur Räumung gekommen ist, sind sie auf die Aktivisten zugegangen. Und das Problem für die Polizei ist, die Aktivisten nutzen die Garantenstellung der Polizei am Ende aus, die ja die Gesundheit nicht nur von sich selbst und den Kolleginnen und Kollegen, sondern auch die der Aktivisten zu schützen haben, was sie gemacht haben, was sie vorbildlich, wie ich sagen möchte, gemacht haben, weil sie professionell gearbeitet haben, in großen Höhen, in Bereichen. Der Einsatzleiter der nordrhein-westfälischen Polizei hat das ein Null-Fehler-Toleranzbereich genannt, wenn man in 50, 40 oder 30 Meter Höhe jemanden sozusagen versucht zu sichern und abzuseilen. Und die Polizei hat genau diese Garantenstellung auch gegenüber den Aktivistinnen und sogenannten Aktivistinnen und Aktivisten eben immer gewahrt. Immer. Es ist weitgehend gut gegangen. Natürlich passieren bei einem solchen Einsatz, wo tagtäglich fast 2.000 oder manchmal über 2.000 Einsatzkräfte im Einsatz sind, auch Fehler. Aber auch hier ist klar, dass diesen Fehlern natürlich selbstverständlich nachgegangen wird und dass wir die entsprechenden Ermittlungen führen. Meine Damen und Herren, die Polizei war auch dort im Wald, um politische Meinungsäußerung, Demonstrations- und Versammlungsrecht, was legitim war, was ja gewaltfrei stattgefunden hat, ob Spaziergänge, die stattgefunden haben, ob Versammlungen, die am Rande im Geschehen stattgefunden haben, um auch das zu schützen und zu sichern. Das ist der Auftrag mit der Polizei. Und deswegen ist die Polizei eben auch zum Schutz des legitimen Protests im Dannenröder Forst eben im Einsatz gewesen. Ich will aber noch einmal deutlich machen zum Schluss, die Polizei ist kein politischer Akteur im Wald. Sie ist kein politischer Akteur. Sie hat sozusagen auch keine politische Meinung zu haben als Einsatzkräfte. Jeder einzelne Polizeibeamte darf die haben, aber die Polizei als solche. Und sie verkörpert lediglich das Gewaltmonopol. Sie schützt Demokratie und Rechtsstaat, indem sie den Rechtsstaat im Zweifel auch mit den Möglichkeiten, die die Polizei hat, auch durchsetzt. Meine Damen und Herren, das hat die Polizei, wie ich finde, wirklich mit großem Augenmaß und am Ende mit Konsequenz getan. Ein Dienst letztendlich an unserem Rechtsstaat und unserer Demokratie. Ich wünsche all denen, die in Mitleidenschaft gezogen worden sind, egal auf welcher Seite, eine gute Genesung. Aber ich will schon sagen, ich bin wirklich sehr stolz darauf, dass es gelungen ist, der hessischen Polizei gelungen ist, mit einem klugen Einsatzkonzept, mit einem besonnenen Auftritt dafür Sorge zu tragen,
dass dem Rechtsstaat im Dannenröder Forst Geltung verschafft wurde. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat sich nun noch einmal Herr Rudolph zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, eins wurde deutlich, bis auf eine Fraktion, dass wir zu Recht den Polizeibeamtinnen und Beamten gedankt haben für ihren Einsatz. Und Herr Hering, ich verstehe ja Ihren Versuch, weil der Beifall der Grünen zu Ihrem Redebeitrag war übersichtlich. Ich habe da mehr geklatscht als die Grünen. Und dass Sie dann versuchen, mit einer billigen Replik zu sagen, mit meinem Einstieg, und ich wiederhole das, das ist ein politischer Auftrag für den Innenminister, diejenigen, die in der hessischen Polizei sich fehlverhalten, wenn es um den Bereich des Rechtsextremismus geht, deutlich zu bekämpfen. Und die haben im Polizeidienst, nur darum ging es, das haben Sie genauso gewusst. Billiger Versuch, ist alles okay, nehme ich zur Kenntnis. Jetzt sind Sie vom Fach, Sie waren Polizeibeamter. Und Polizeibeamter im Ruhestand, weil das Beamtenverhältnis ruht, wie bei anderen im Hause auch. Und ja, ist. Was habe ich denn kritisiert? Ich habe doch gar nicht seine Funktion kritisiert, Herr Kollege Bellino. Aber im Gegensatz zu Ihnen, Frau Goldbach, weil Sie eben so dazwischen gerufen haben, habe ich durchaus Kontakte in viele Polizeibereiche, und zwar das über viele Jahre. Ich habe Polizeistationen besucht, ich habe Nachtschichten gefahren, und ich habe oft Kontakt mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, das will ich an der Stelle sehr deutlich sagen, was dort wir Kolleginnen und Kollegen in den letzten Wochen an Rückmeldungen erhalten haben, wenn Polizeibeamte aus den Polizeirevieren und Stationen eingesetzt waren am Dannenröder Forst oder, wie Sie sagen würden, liebevoll am Danni, dann waren die zum Teil ziemlich fertig, als sie zurückgekommen sind, weil das eine extreme Belastung war. Und weil eben so ein bisschen die moralische Überhöhung bei dem Redebeitrag von Frau Walter rauskam mit dem zivilen Ungehorsam. Ja, aber es gibt auch Grenzen des zivilen Ungehorsams. Die müssen nämlich auch mal irgendwann eingehalten werden. Um das mal ganz deutlich zu sagen, ganz deutlich in Richtung der Grünen. Nicht alles, was man meint, machen zu wollen, ist auch erlaubt. Auch in diesem Rechtsstaat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es kann nicht sein, dass die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten das ausbaden müssen. Ja, die Rodungsarbeiten konnten durchgeführt werden, aber es war ein sehr hoher Preis, den wir gezahlt haben. Damit meine ich nicht nur, nicht in erster Linie sogar den materiellen Preis, sondern das, was es an Auseinandersetzungen gab. Und der FDP-Antrag sagt am Schluss, wir hätten gerne Prämie. Und Frau Walter hat eben gesagt, die Polizisten wollen keine Prämie. Das ist natürlich falsch. Wer den offenen Brief der Gewerkschaft der Polizei sich anschaut, da steht genau das drin. Und die Frage ist, Herr Innenminister, dazu haben Sie nichts gesagt, soll es irgendeine Art von Wertschätzung außer Worten geben? Mir sagen Polizeibeamtinnen und Beamten, das Geld, wenn die Überstunden ausgezahlt werden, geht ein großer Teil an die Steuer weg. Habe ich nichts von. Wir hätten gern mal ein planbares, freies Wochenende. Das sind Dinge, damit ich mit meiner Familie mal wieder zusammen sein kann und was machen kann. Und das ist seit Monaten nicht mehr passiert. Und das ist ein unerträglicher Zustand. Und da muss endlich mal was getan werden. Und das hängt natürlich auch mit der Personalausstattung der hessischen Polizei zusammen. Und deswegen, Herr Innenminister, war es das? War es das, dieser Antrag von CDU und Grünen? Schöner Job. Wir sind froh, dass nicht mehr passiert ist. Ich finde, das ist ein bisschen zu wenig. Ist ein bisschen zu wenig. Ein bisschen zu wenig an der Stelle. Weil es soll ja weitergehen an Protesten. Ja, Sie nicken, Sie finden das auch gut, Herr Felstehausen. Ja, das finden Sie auch noch alles gut. Und ich habe das bei der letzten Debatte schon gesagt. Was machen wir eigentlich, wenn es um die Umsetzung rechtsstaatlicher Entscheidungen geht? Welchen Aufwand wollen wir uns denn leisten? Ich erinnere mich daran, dass die Grünen, insbesondere die FDP, stark angegriffen haben, als es um das Thema Windenergie geht. Die waren übrigens auch rechtsstaatlich durchgesetzt, dass sie da auch gebaut werden konnte. Dann muss man mal die gleichen Maßstäbe anlegen. Es kann nicht sein, dass die eine Entscheidung, die einem politisch passt, akzeptiert wird und andere nicht. Ziviler Ungehorsam ist dann auch nicht teilbar. Das muss man auch anderen zubilligen. Da kann man nicht mit einer
komischen Einstellung sagen, das passt mir politisch, das ist okay, und bei anderen wird es kritisiert. Das könnte man ja sonst als Heuchelei auslegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, der Antrag wird mit Ihrer Mehrheit verabschiedet, der Antrag der FDP wird abgelehnt. Dankeschön an die hessischen Polizeibeamten, das war's. Das löst aber nicht das Grundproblem. Weil das, was mir Polizeibeamte und Beamten sagen, sie verlieren so ein bisschen das Vertrauen in den Staat. Und das geht viel tiefer als eine Besoldungsrunde. Und deswegen, die Relativierung, auch der liebevoll Aktivisten genannt, ist mir ein bisschen wenig an der Stelle. Weil es geht nicht nur um Menschen in Uniform, es geht um diejenigen, die unsere Grundordnung, die unsere Demokratie verteidigen. Und da bedarf es manchmal mehr als Worte. Und dazu kam leider von CDU und Grünen nichts. Vielen Dank. Wir werden nun den Antrag Fraktion der Freien Demokraten, Drucksache 20-4229, und den dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der AfD, Drucksache 20-4255, und den dringlichen Entschließungsantrag Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 20-4266, zur weiteren Beratung an den Innenausschuss überweisen.